Unser Bayern-Import Sonja Abstreiter pendelt immer von Siegsdorf nach St. Georgen für jede Probe und jede Aufführung. Liebe Sonja, herzlichen Dank dafür. Falls es aufgefallen ist, bei diesem Stück haben einige Musiker nicht mitgespielt und so gibt es Stücke, die es eben verlangen, dass man ein bisschen herunterschrauft von der Lautstärke und ein bisschen geringer besetzt, damit die Sonja auch wirklich gut durchkommt. Und beim nächsten Stück ist es genau umgekehrt. Und wir kommen jetzt zum Höhepunkt unseres heurigen Cecilia-Konzerts. Ein ganz besonderes Stück für unseren Kapellmeister Hans Hocker, der vor 2 Jahren sein Studium der Blasorchesterleitung bei Magister Thomas Ludescher am Landeskonservatorium in Innsbruck begonnen hat. Und ich darf Thomas Ludescher ganz recht herzlich in unseren Reihen begrüßen. Und dieses Studium setzt eine Abschlussprüfung mit einem Stück der Kategorie schwer voraus. Und ursprünglich war es geplant, dieses Stück mit der Militärmusik Tirol aufzuführen. Das ist aus organisatorischen und zeitlichen Gründen dann aber nicht gegangen. Und Hans hätte einige Zeit warten müssen, bis das wieder möglich gewesen wäre. Und jetzt hat er gesagt, hey, ich habe doch eine Playmusi daheim. Warum führen wir es nicht mit der auf? Für uns eine ganz interessante Idee und wir haben natürlich gleich Ja gesagt. Und für den Herrn Ludescher war es auch okay. Und dann haben wir mal angefangen, die Noten auszuteilen in der ersten Probe. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Klavier haben wir nicht. Oboe haben wir nicht. Zwei Fagott haben wir nicht. Kontrabass haben wir nicht. Subkontrabass-Klarinette haben wir nicht. 4 Posaunen haben wir nicht. 4. Horn haben wir auch nicht. Und so ist es weitergegangen und dann war für uns klar, wir haben ein Problem. Wir können dieses Stück nicht mit unserer eigentlichen Trachtmusikkapellenbesetzung spielen. Wir brauchen Unterstützung. Und hier darf ich ganz recht herzlich begrüßen unsere zahlreichen Gastmusiker aus den umliegenden Kapellen, Universitäten, Musikschulen, schwarz gekleidet heute für Sie. Ich stöße jetzt nicht vor, Sie stehen eher auf dem Programm drauf. Liebe Gastmusiker, ein herzliches Vergeltsgut für diese Unterstützung. Es folgt jetzt das Stück aus The Lord of the Rings, dem Herrn der Ringe, die Symphonie Nummer 1, Gandalf. Und wenn die Jury bereit ist, Thomas Ludescher und Professor Erich Rinner sind oben bei der Orgel, die werden dieses Stück bewerten. Mir bleibt nur noch meinem Kapellmeister Hans alles Gute und toi toi toi.